Hallo, ich begrüße euch zu einem neuen Video von Bettina Geithner und heute interviewe ich den Erwin Thoma. Erwin Thoma ist Förster, er ist Betriebswirt, hat eine eigene Firma und er hat sehr viele Bücher geschrieben und er setzt sich vor allem für einen nachhaltigen Wirtschaftsansatz, würde ich jetzt mal so sagen, ein. Ist auch ein spiritueller Mensch und dazu werde ich ihn jetzt heute mal befragen. Gerne, grüß dich, Bettina. Meine erste Frage ist, ich habe mir halt gedacht, du hast halt sehr viel Erfolg jetzt mit deiner Firma, offensichtlich, mit den Holzhäusern auch, bist du bekannt geworden. Bekommst du denn eigentlich, wenn du jetzt so im Alltag unterwegs bist, auch ein persönliches Feedback von den Menschen, die dir begegnen? Also ich meine, ein persönliches Feedback auf deinen Unternehmensansatz jetzt, auf deine Unternehmensphilosophie bezüglich der Nachhaltigkeit. Na, ich meine, wenn man etwas tut, was mit anderen Menschen zu tun hat, egal was, ich meine, in meinem Fall, wir bauen, dann hast du immer Feedback, ganz klar. Und ja, das hat sich schon in den letzten Jahren sehr geändert, die Art des Feedbacks. Das ist, wenn ich mich zurückerinnere, vor 30 Jahren, was du gesagt hast, wir müssen so bauen, dass wir keine Spuren hinterlassen oder dass es für die Enkelkinder noch gut ist, noch Generationen, und dass sie nicht belastet sind, da hat man das eher belächelt. Da haben wir gesagt, ja, das ist alles schön und gut, aber in der Wirtschaft zählt was anderes. Und das hat sich schon so geändert, dass heute immer mehr Menschen begreifen, dass es eigentlich ohne solche Werte nicht mehr gehen wird und dass wir nicht mehr gut in die Zukunft kommen. Dieses Feedback bekomme ich mehr und mehr und das freut mich natürlich, klar. Wenn wir jetzt mal zurückgehen zu deinem Anfang, wie ist denn das gekommen, dass du Förster geworden bist? Das war mein Traumberuf. War der Traum? Das war mein Traumberuf. Ich bin in den Bergen in Bruck an der Glocknerstraße, also am Großglockner, aufgewachsen. In den Hohen Tauern, den höchsten Berg in Österreich. Und habe dann als Jugendlicher sehr früh Bergsteigen begonnen. Ich war mal so Extrembergsteiger, kann man sagen, für die damalige Zeit. Und dann habe ich Bergführer gemacht und war halt immer da unterwegs. War natürlich sportlich toll und schon auch von der Seele her und von dem Erleben her war das wunderbar. Und ich habe immer, wenn ich auf die Gletscher rauf wollte oder in die hohen Eiswände und so, durch den Wald gehen müssen. Und diese Zauberwelt hat mich aber ganz besonders in den Bann gezogen. Und so ist der Wunsch entstanden, Förster zu werden. Und dann habe ich das auch machen können, habe die Ausbildung gemacht und bin Förster geworden, in meinem ersten Beruf. Und jetzt baust du eben mit deiner Firma ja Häuser aus 100% Holz. Also die sind die wirklich komplett aus Holz? Komplett. Auch das Dach, alles aus Holz? Wir haben in den, also das ist jetzt von meinem Anfang als Förster zum Unternehmen schon ein weiter Weg gewesen, aber ich habe dann, nachdem ich als Förster diese Karriere machen durfte, war ich im Karwendelgebirge ganz allein, ganz einsam mit der Familie, und wie der älteste Bub zum Schulgehen angefangen hat, da hat es keine Schule mehr gegeben, sind wir weggezogen. Und dann habe ich eine zweite Herausforderung angenommen. Ja. Da habe ich mit dem Opa, der war ein alter Zimmermann, begonnen Holzhäuser zu bauen. Es war ein Zufall, der mich da besonders bestärkt hat. Wie wir weggezogen sind vom Forsthaus im Karwendelgebirge heim in Salzburgische, sind wir in ein Haus gezogen, das war damals für damalige Begriffe modern. Und da sind zwei der Kinder krank geworden. Aha. Die haben eine Allergie gegen die Spannplatten im Haus entwickelt. Okay. Die haben vorher sowas in ihrem Leben noch nie gekannt, weil das Forsthaus war komplett aus Holz gezimmert. Ja. Und damals war dann die Lösung die, dass uns der Opa gesagt hat, reißt das Klumpert raus und macht alles mit Massivholz. Und das hat funktioniert. Und das hat mich unglaublich überzeugt. Und haben wir gedacht, wenn der alte Mann mit seinem alten Wissen, was eigentlich für antiquiert gehalten wurde, sowas lösen kann, wo die Ärzte gesagt haben, wir müssen den Kindern Cortison geben und eigentlich keine wirkliche Lösung angeboten haben. Das hat mich total beendet. Ich habe gesagt, dann interessiert mich das, dann will ich mich noch mehr umorientieren und diesem Auftrag folgen. Und so habe ich mit Opa Häuser bauen angefangen. Zimmern, Stamm auf Stamm. Ende der 80er, Anfang der 90er, 1990er Jahre. Und da haben wir dann bald gesehen, dass das zwar wunderschön ist, aber dass wir ganz neue Herausforderungen am Bau bekommen.
da ist die Debatte mit Niedrigenergiehäusern und Energiesparen am Bau völlig zu Recht, das war ja wichtig, aufgekommen. Wir haben gesehen, die alte Bauweise erfüllt die Voraussetzungen nicht mehr. Das kannst du nicht hundertprozentig winddicht machen. Ja. Und da war ein Haus, nur das winddicht wird, dann die schöne Holzhaus mit einem Plastiksack einhüllen und Folien aufkleben, das ist mir total zuwidergelaufen. Und dann wird dann angefangen, da habe ich die ersten Wissenschaftler angestellt in meinem kleinen Unternehmen damals und wir haben professionell zu forschen angefangen mit Experimente. Und so hat sich das dann entwickelt. Und heute, ein Vierteljahrhundert später, muss ich sagen, ist für mich selber unglaublich, was entstanden ist. Wir sind heute in der Lage, dass wir Passivhäuser bauen, ohne Dämmstoff und ohne Technik, ohne Heizungen und das Ganze ja warm, nur mit Holz. Also wir haben bauphysikalisch wahnsinniges Glück gehabt. Wenn du beim Forschen Erfolg hast, ist auch immer Glück dabei. Ja. Mhm. Und konnten viel entwickeln, was die ganze Branche verändert hat. Das zum technischen Thema. Und aber dieses, ich habe gelesen, dieses Holzhaus besteht ja aus Mondholz. Was ist denn Mondholz? Ich war immer so zwischen zwei Welten hin und her gerissen. Auf der einen Seite haben wir gesehen, wir haben keine Chance, wenn wir nicht streng wissenschaftlich arbeiten. Ja. Und auf der anderen Seite habe ich aber immer gespürt, ein Baum ist ein Lebewesen. Mhm. Das ist nicht ein Kunststoff, ja, wo ich sage, ich habe eine Molekularstruktur, das ist es, fünf Eigenschaften und damit experimentiere ich jetzt. Du hast es immer mit einem Lebewesen. Und ein Lebewesen, das weiß ich, das klingt verrückt, wenn man das als Forscher sagt, ein Lebewesen ist was Beseeltes. Das ist etwas Eingebundenes, etwas Verbundenes in die ganze Naturgeschehen. Und aus dieser Welt habe ich auch alle so Anstöße gekriegt. Und das war eben der Opa, den ich so geschätzt habe, der mir so viel gelernt hat, der alte Mann. Der hat gesagt, du musst das Holz in seiner besten Form verwenden, wenn du was machst. Ja, das klingt eh logisch. Ja. Sag ich, ja, ist eh klar, Opa, brauchen wir ein gutes Holz. Nein, hat er gesagt. Ja. Du musst das Holz zur richtigen Mondphase ernten. Mondholz. Und ich mir dann denkt, der Opa, jetzt geht er zu weit, jetzt marschiert er in die Esoterik rein. Das kann man nicht machen. Das ist nicht relevant. Ja. Und er hat genau gemerkt, wir haben uns ja mögen, er hat mich genau kennt, hat genau gemerkt, dass ich da nicht begeistert bin. Und war dann hartnäckig, hat gesagt, probier es aus. Das Holz ist ruhiger und das ist dauerhaft. Du musst es nicht vergiften, was du so machst. Sonst, was das Holz im Sommer erntest zur falschen Zeit, das fault da weg, das musst du vergiften. Hab mir gedacht, ich habe da Forstwirtschaft studiert, das hätte ich doch gelernt. Ja. Ich habe nichts davon gelernt. Genau, kurzum, wir haben es dann ausprobiert. Und ich konnte es beim ersten Versuch nicht glauben. Im Frühjahr haben wir das Rundholz noch im Wald gehabt. Und wie es warm geworden ist, da fliegt der Borkenkäfer und befehlt so Stämme, die in Rinde im Wald liegen normalerweise. Und daneben war ein Haufen von einem anderen Nicht-Mondholz, weil wir unser Mondholz geerntet haben im Jänner bei abnehmendem Mond, das war auf der Gerlos oben, haben wir eben am Neumondtag aufgehört. Und dann haben die Holzknechte weitergehackt und das andere Holz ist dann daneben gelagert worden auf einer Wiese neben dem Wald. Das hat ein Nachbarsägewerk gekauft. Und im Frühjahr sind alle Borkenkäfer nur beim Nachbarn reingeflogen und haben sich dort eingebohrt. Und ich bin da gestanden, das gibt's doch nicht. Ein Käfer, ein Insekt, hat doch keinen Placebo. Das ist ja kein Zufall. Ja. Und dann haben wir begonnen, das systematisch auszuprobieren. Und ich bin draufgekommen, dass mir der Opa was erzählt hat, was hundertprozentig funktioniert, aber nicht gelehrt wird. Ja. Das ist ja unglaublich. Der alte Mann lernt man, wie man Häuser baut, völlig giftfrei, die Jahrhunderte halten und das wird nicht gelehrt. Hm. Naja, dann habe ich mein erstes Buch darüber geschrieben. Das hat in der ganzen Fachwelt wirklich eine heftige Diskussion ausgelöst, wurde in viele Sprachen übersetzt. Und was war die Diskussion dann über das Buch? Na, das war ganz einfach. Ich habe das Buch geschrieben, Dich sah ich wachsen, was der Großvater noch über Holz wusste. Und das war, ich habe ja keine wissenschaftlichen Beweise gehabt damals und habe nur die Erfahrungsberichte, nur aufgeschrieben, was wir machen und wie es funktioniert. Und das Buch hat total polarisiert. Ich habe einerseits Aktenordner mit Briefe gesammelt, wo mir Handwerker, Förster, Waldbauern geschrieben haben,
jawohl, das hat es in unserer Familie gegeben, der Großvater hat es gemacht und auch Erfahrungsberichte zurückgeschickt haben, ein Schatz eigentlich, wenn du so viel zurückkriegst. Und andererseits aber wilde Proteste, vor allem seitens der Industrie, der größeren Industrie, die gesagt haben, das ist Esoterik, das kann man nicht publizieren und das ist ja Blödsinn. Und die haben direkt dann auch Kampagnen gestartet, dass das nicht wissenschaftlich fundiert ist. Und wir haben dann versucht, das zu erforschen und wir sind gescheitert. Wir haben Jahre, das hat mir einen Haufen Geld auch gekostet und wir konnten es nicht nachweisen. Wir haben einfach nur die Wirkung gesehen, aber ich konnte nicht nachweisen, warum das funktioniert. Und da habe ich eigentlich großes Glück gehabt. Durch mein erstes Buch hat an der renommiertesten technischen Uni, die es in Europa gibt, die ETH in Zürich, hat ein Forscherteam das aufgegriffen und die haben natürlich viel bessere Möglichkeiten gehabt, auch mehr Mittel wie wir. Und gut 10 Jahre später sind dann die Publikationen aus Zürich gekommen und die haben das alles sauber nachweisen können, dass das, was aus der alten Überlieferung bekannt war, dass Mondholz eine wesentlich höhere natürliche Resistenz und Widerstandskraft bietet, dass das genauso ist, dass es real ist und haben auch gezeigt, wie das in der Molekülstruktur und in den molekularen Bindungen im Baum funktioniert, warum der Baum in der Mondrhythmik zu einer Zeit viele Nährstoffe für Pilze und Insekten beinhaltet und zur anderen Zeit fast gar keine. Und warum ist es so? Ja, das ist eben, der Baum ist ein Lebewesen wie dein Körper und wie mein Körper. Und wir wissen ja auch, dass unser Körper, dass alles Leben nach Rhythmen organisiert ist. Das Atmen, der Herzschlag und auch chemische Vorgänge. Und genau dasselbe ist passiert im Holz. Weil jetzt sind wir im Herbst und jetzt ist zum Beispiel eine Zeit von ganz großem Umbau. Die ganzen Nährstoffe, die im Sommer für die Stoffbildung, für das Bilden des Jahresringes, für die Photosynthese in den Blättern benötigt wird, das wird jetzt abgestellt. Und der Zucker, der da nötig ist im Winter, der würde zerfallen, den kann man nicht überwintern. Es wird jetzt alles umgebaut. Die Bäume vollziehen jetzt gerade so einen Wandel im Rhythmus der Jahreszeiten, der eine komplett andere Biochemie ergibt nach dieser Verwandlung. Und genauso hast du monatlich einen Zyklus, wo sich der Baum immer wieder verändert. Ich denke, das stimmt natürlich, weil der Baum ist ein Lebewesen und wir sind ein Lebewesen. Da ist ja kein Unterschied. Ja. Aber es ist doch wurscht eigentlich, ob man das nachweisen konnte, denke ich mir. Muss man es eigentlich nachweisen? Warum war das wichtig für dich, dass man es nachweisen konnte? Das hängt mit unserer Gesellschaft zusammen. Wir haben heute, also sozusagen die letzte Instanz des Wissens ist die Wissenschaft. Und wenn die etwas nicht absegnet, wird es nicht akzeptiert. Genau. Und jetzt muss man sich ja vorstellen, ich habe in den letzten 10 Jahren in über 30 Ländern 1000 Bauprojekte abgewickelt. Und da geht es ja um Garantien, da geht es um juristische Fragen, da geht es um Technik, um Normen. Und wenn du das, was du tust und versprichst, nicht wissenschaftlich belegen kannst, dann kannst du es nicht umsetzen. Dann wird das nicht akzeptiert. Und deswegen ist es so wichtig, dass man das auch wissenschaftlich zeigen kann. Genau, das verstehe ich. Natürlich, weil ich ja auch studiert habe und so weiter. Aber andererseits denke ich mir immer, dass die Wissenschaft sehr begrenzt ist. Sie schaut einen Teil an, einen kleinen begrenzten Teil, der untersucht wird und der dann bewiesen wird und dann stimmt es. Aber das große Ganze wird... Bettina, das schaffen die nicht. Du sprichst das größte Problem der Wissenschaft an. Ja. Natürlich hast du recht. Und natürlich ist es auf das Leben bezogen. Vollkommen wurscht, ob es das ein Wissenschaftler absegnet oder nicht, auf das ganze Leben bezogen. Ja. Und natürlich sind die ältesten Holzbauten der Erde, das wissen wir heute, mit Mondholz gebaut. Deswegen stehen sie noch da, die buddhistischen Tempel in Japan. Okay. Und das hat auch keiner abgesegnet, freilich. Ja. Und natürlich ist das größte Problem der Wissenschaft, dass wir immer alles aufgegliedert haben und vollkommen isolierte Spartenintelligenz entwickeln in allen Bereichen und die nicht mehr miteinander vernetzt denken können. Das ist ja einer der Gründe, warum wir die Probleme haben, vor denen wir heute stehen. Genau. Ja, aber jetzt, wenn man mal deine Firma anschaut, da ist es ja so, da müsste man ja eigentlich auch umfassend denken. Man kann ja nicht nur an seine eigene Firma denken und sagen, ich möchte möglichst viel Gewinn haben, sondern man muss ja da eigentlich auch vernetzt denken, also im Sinne von Nachhaltigkeit. Wie machst du das mit deiner Firma? Schau, ich habe zwei
wissenschaftliche Ausbildungen in meinem Leben machen dürfen. Das erste war die Forstwirtschaft, die ich erlernt habe. Mhm. Und später habe ich dann berufsbegleitend Betriebswirtschaft, Wirtschaftswissenschaften studiert. Und das ist verrückt. In vielen Bereichen lehrt heute die Wirtschaftswissenschaft genau das Gegenteil von dem, was die Forstwirtschaft lehrt. Mhm. Sind aber beides anerkannte Wissenschaften. Mhm. In der Forstwirtschaft, da braucht man gar nicht lang studieren. Da sieht man, da brauchst du in den Wald rausschauen, bei den Bäumen, Wachstum ist immer begrenzt, nie unendlich. Mhm. Bäume wachsen eben nicht in den Himmel, ganz einfach. Wenn's genau, irgendwann ist aus. Stimmt. Wachstum ist begrenzt. Mhm. Und irgendwann, wenn das Höhenwachstum erreicht ist, programmieren sich die um und dann verwenden sie ihre Kraft für die anderen, für die Gemeinschaft. Dann wird der Wald sprichwörtlich brüderlich, weil die wissen genau, die großen Gefahren können sie dann nur gemeinsam bewältigen, nicht im Egoismus, jeder für sich. Beispiel Wald. Ja. In der Wirtschaft lernst du als Unternehmensführer, als Manager, du kannst nur bestehen, wenn du ewig wächst. Und wenn du gesund bist und stark bist und sozusagen nach einer Gründung zum Beispiel die Existenzängste überwunden hast, wenn du erstarkt bist, dann musst du deine Kraft dafür verwenden, dass du den neben dir die Konkurrenz umbringst. Genau, ja. Und wenn du die Konkurrenz umgebracht hast und Monopolist wirst, dann musst du deine Kraft dafür verwenden, dass du die anderen Regulative aufschaltest. Zum Beispiel, dass du stärker bist wie eine Nationalregierung, dass du denen die Gesetze diktierst. Und das ist natürlich vollkommen krankmachend. Das ist ungesund. Das geht nicht. Das führt uns eben ins Verderben. Genau. Und, ja. Und deswegen ist es auch so wichtig, diese wissenschaftlichen Ansätze und die Wirtschaftsethik neu zu denken. Wir werden mit dieser neoliberalen, turbokapitalistischen Einstellung keine Welt gestalten können, die auch noch für die Enkel- und Urenkelkinder gut ist. Geld kann man nicht fressen. Wenn man kein Geld hat, ist auch grausig. Man muss natürlich sein Leben ordentlich führen können, selbstverständlich. Und die sollen möglichst alle rund um mich, dann geht es mir auch gut. Ja. Aber es gibt einen Punkt, wo andere Aufgaben dann viel wichtiger werden. Genau wie beim Baum im Wald. Der muss auch seine Existenz absichern. Aber wenn er mal die große Krone baut hat und die Blätter zur Sonne ausrichtet und ohne dies die Energie kriegt und alles kriegt, was er braucht, dann sorgt sich der Baum darum, dass der Humus am Boden erhalten bleibt und gut bleibt, also der Humus für die Nächsten. Dann sorgt er dafür, dass das Wasser sauber wird, er reinigt alles, er filtert die Luft, er sorgt dafür, dass das Leben für die anderen, für seine Nachkommen auch gut ist. Und dieses Prinzip ist uns abhanden gekommen. Und was glaubst du, warum das eigentlich sich so entwickelt hat bei den Menschen? Weil bei den Bäumen ist es jetzt nicht so, aber bei den Menschen hat sich das ja die letzten Jahrhunderte so entwickelt. Glaubst du, dass das auch das Ego ist? Beziehungsweise, dass dieses starke Identifizieren mit diesem Ich habe, ich will, ich muss, ich brauche, dass es damit zusammenhängt, dass man so stark mit seinem Verstand identifiziert ist und gar nicht so mehr nach dem Gefühl geht und nach der Intuition? Da wird man ja wahrscheinlich anders handeln. Was glaubst du, an was das liegt? Freilich ist das. Und das muss man auch wieder in einem großen Kontext sehen. Ich habe jetzt, im August war ich eingeladen, von einem Ureinwohnerstamm, also früher haben wir gesagt Indianer, das ist heute politisch nicht mehr korrekt, also in Amerika heißen es First Nations, in Kanada. Die haben nach jahrhundertelangem Prozess einen großen Wald, 1 Million Hektar zurückbekommen und bemühen sich dort wieder Kreislaufwirtschaft zu machen, so wie ihre Vorfahren. Und haben mich deshalb eingeladen, um von uns Technologie und Wissen zu bekommen. Und was mich so beeindruckt hat, die haben mir erzählt, dass wenn sie Entscheidungen treffen, strategische Entscheidungen, dann versuchen sie immer so zu denken oder das mitzudenken, dass eine Entscheidung so getroffen wird, dass es noch für die 7. Generation nach dem, der entscheidet, gut ist. Toll. Und das ist ein unglaublicher Gedankenansatz. In unserem Wirtschaftsleben entscheidenden Manager großer Konzerne neuerdings nicht einmal mehr für ein Jahr, sondern für den nächsten Quartalsbericht. Und da muss man sagen, warum ist das so? Und da komme ich auf das zurück, auf deine Frage zurück. Wir haben als Gesellschaft unsere Spiritualität, wir haben ja alles verloren. Die Kirche, die haben wir
sozusagen untergangsreif geschossen. Da niemand kommt mehr auf die Idee, dass von dort was kommen könnte. Und einen wirklichen Ersatz für die Pflege der Seele, dass die Seele eine gesunde Nahrung kriegt und dass sie eine Leitschiene hat, gibt es nicht. Und damit hängt es zusammen. Und das haben wir ja nicht nur in der Wirtschaftswissenschaft. Ist ja für mich, wenn ich jetzt zum Beispiel die Medizin anschaue, ich habe großen Respekt vor der Kunst der Ärzte. Das möchte ich nicht falsch darstellen. Aber wir haben ein Medizinsystem entwickelt, das im Wesentlichen den Körper betrachtet wie ein Auto. Wenn ein Teil kaputt ist, dann schneiden wir aus, dann tauschen wir aus. Ja. Also Wahnsinn. Wenn ich jetzt so sage, jemand ist krank, Heilung kann doch nur eine Kombination zwischen der materiellen und der seelischen Welt sein. Genau. Heilung kann doch nur statt, wenn ich einen Patienten heilen will, muss ich doch auch unbedingt seine Seele anschauen. Und sagen, welche guten Geister brauchst du jetzt? Welchen guten Geist? Genau, dass die Selbstheilungskräfte wieder auch mitmachen. Ja, genau. Und das ist aber, wenn heute ein Arzt im Krankenhaus sagen würde, ich behandle dich nur, wenn du auch bereit bist, dein Leben zu überdenken. Ich glaube, der hält schlechte Karten, weil der hat gefälligst, das Medikament aus der Pharmaindustrie zu verschreiben. Genau. Und dann soll er Tschüss sagen. Also, und da sieht man, und in allen Bereichen ist das so. Wir haben eigentlich dieses Ganzheit, dieses Schöpfungsdenken verloren. Genau, ja. Und das ist eigentlich für uns als Gesellschaft, das schadet uns so sehr, weil wir den Kontakt zur Ganzheitlichkeit verloren haben. Genauso wie in meinem Beispiel Holzwirtschaft. Ein Manager in der Holzwirtschaft sollte Geld verdienen. Wenn da einer sagt, ich habe es mit Bäumen zu tun, ist ein Lebewesen und ich muss mich darum kümmern, dass das gut ist, wie mit denen umgegangen wird, der würde nicht verstanden werden, zumindest vom Mainstream. Es gibt Gott sei Dank immer mehr Menschen, die sich um sowas kümmern und das verstehen. Ich frage mich halt, ich sehe das genauso wie du. Also ich bin 100% deiner Meinung. Und dann oft kommt dann aber trotzdem in mir dieser Gedanke auf, es ist so viel zu tun. Und was kann ich allein jetzt schon bewirken? Was würdest du denn sagen? Was kann ein Einzelner bewirken, um mehr diese Nachhaltigkeit oder diese Ganzheitlichkeit zu unterstützen? Also ich habe in meinem Leben, und da bin ich so dankbar dafür, ich habe so viel erleben dürfen. Und das Wichtigste war, und das wurde mir irgendwie geschenkt, dass ich das geschafft habe, das Wichtigste war, dass man wirklich der inneren Stimme seines Herzens folgt und das nicht verkauft. Ich wollte eigentlich eine Firma, ich habe nie eine Firma gegründet, dass ich Unternehmer bin oder ein schönes Auto fahre oder was. Die Firma habe ich gegründet, weil es damals mir der Opa gesagt hat, dass man mit einer guten Holzverarbeitung die Kinder heilen kann. Ich sage, wenn ich so etwas kriege, mache ich weiter. Und ich habe mein ganzes Leben immer versucht, diesen Grundsätzen zu folgen, die ich in mir spüre. Ich habe einfach gesagt, mir ist das wurscht, ob ich 3 Leute beschäftige oder 300. Aber ich will mich nicht verkaufen und verraten. Das steht an erster Stelle. Mhm. Und wenn man mit so einer Einstellung ans Werk geht, das ist das Komische. Das ist toll, glaube ich auch. Dann hast du am Ende auch wirtschaftlich mehr Erfolg. Weil die Kraft des Herzens trägt dich. Die hält dich gesund. Wenn ich mir meinen verrückten Lebensablauf der letzten 30 Jahre anschaue, ich glaube, ich wäre schon längst krank geworden oder hätte ein Burnout oder irgendwas gehabt, wenn es mir nur ums Geldverdienen gegangen war. Weil da verlierst du den Sinn. Da verlierst du die Motivation. Das ist doch, ja. Das ist, in dem Moment, wo du spürst, es ist sinnlos und trotzdem weitermacht, brennst du aus. Ja, das glaube ich auch. Ja. Deswegen haben wir heute so viele Menschen, die darunter leiden. Mhm. Weil sie etwas tun müssen, wo sie im Inneren spüren, eigentlich ist es ein Wahnsinn. Mhm. Aber es ist mein Job, ich muss halt hingehen. Ja, genau. Schrecklich. Schrecklich. Und darum dem Herzen folgen. Und einmal super, ja, genau. Etwas riskieren. Auch einmal einen Wohlstand riskieren. Lustigerweise hast du am Ende gestern in jedem Fall besser. Klar. Und das ist für mich eigentlich das, was ich in meinem Leben dazu am meisten lernen durfte. Das kann ich sehr gut nachfühlen. Das kann ich sehr gut nachvollziehen, ja. Jetzt bist du aber auch, also du hältst auch Vorträge über deine Bücher und über dein Unternehmenskonzept. Und bist du so viel unterwegs? Hast du denn überhaupt noch Zeit, in den Wald zu gehen selber? 6 Jahre lang, 5,5 Jahre lang war ich Förster im Karwendelgebirge. Da bin ich jeden Tag in der Früh in den Wald gegangen
Und am Abend heimgekommen. Bis auf wenige Ausnahmen. Und da war ich 6 Jahre lang in der Stille, in der Natur. Da war mein Hund mit. Und dann später manchmal eins der Kinder, um die Frau daheim zu entlasten. Aber das war nur selten der Fall. Und in der Zeit habe ich gelernt, dass ein Mensch, der in der Stille ist, eine unglaubliche Intuition entwickeln kann. Und ich bin überzeugt, das kann jeder. Aber die Stille ist so eine wichtige Zutat dafür und die Natur. Und das ist etwas, was für mich heute so wichtig ist. Ich habe zwar Zeiten, wo ich viel reisen muss und unterwegs bin. Ich versuche das möglichst zusammenzufassen. Dann habe ich einmal eine Woche, 14 Tage, wo es zugeht. Aber dann ziehe ich mich wieder zurück. Das ist ganz, ganz wichtig, um aufzutanken und sozusagen den inneren Anschluss nicht zu verlieren. Wenn wir beide jetzt durch den Wald gehen würden, dann würde ich wahrscheinlich andere Sachen beachten als du. Auf was schaust du denn, wenn du durch den Wald gehst? Hundertprozentig. Weil eins dieser Lebensprinzipien der Schöpfung ist ja die Vielfalt. Und Gott sei Dank, das ist ja das, auch so ein Wunder auf der Erde, nichts ist gleich. Und natürlich bist du ganz anders wie ich. Ja. Du bist auch aus ganz einem anderen Kontext, du kommst aus einem anderen Hintergrund. Und natürlich dockst du auch woanders an. Und das ist auch gut so. Und es ist heute auch im Wald, jeder Baum ist ein Individuum. Und jeder Baum, das geht schon bei den Baumarten los und noch bei den Einzelnen geht es noch weiter. Jede Baumart zum Beispiel hat gelernt, irgendetwas besonders gut zu können. Und aus dem heraus hat auch jede Baumart ihre eigene Energie, ihre eigene Botschaft. Es macht ja einen Unterschied, ob ein Baum gelernt hat, in Sümpfe trocken zu legen und wo hineinzuwurzeln, wo alle anderen die Wurzeln abfaulen, aber er kann im stehenden Wasser das trockenlegen und wegpumpen. Und die Erle wäre das zum Beispiel. Und der nächste, die Lerche, ist ein Tiefwurzler, die hat eine Pfahlwurzel, fährt obi und ist der große Sturmanker. Und der dritte macht wieder was anderes. Der ist der Spezialist für Trockenheit. Der kann dafür sorgen, dass das nicht ausbrennt, der Boden, und trotzdem noch beschattet ist und am Leben bleibt. Und der vierte, und so geht es weiter. Jeder Baum hat seine eigene Geschichte. Und daraus abgeleitet auch andere technische Eigenschaften. Das kann man in der Holztechnik ablesen. Jedes Holz hat dadurch andere Fähigkeiten, andere Inhaltsstoffe und natürlich auch eine andere Botschaft, eine andere Schwingung, wenn man es auf die geistige Ebene verlegt. Und wenn wir zwar jetzt in den Wald gehen, dann kann ich dir zu jedem Baum was erzählen und meine Erfahrung dir mitteilen. Und du hast sicher auch eine andere Intention. Und da ist wieder die Vielfalt, das Gemeinsame macht es dann noch größer und besser. Du hast ja auch ein Buch geschrieben, die Bäume, ich halte es mal in die Kamera, die Bäume. Bäume für die Seele. Bäume für die Seele. Ganz tolles Buch, hat mir echt sehr gut gefallen. Um was geht es denn da genau für unsere Zuseher? Um was geht's da naja, genau? Ich habe einige Bücher geschrieben, die sehr viel mit der Technik zu tun haben. Mhm. Wie baut man ein Haus, in dem es ohne Heizung im Winter nie kälter wie 18 Grad wird? Das ist ja ein Traum. Mhm. Wie baut ihr ein Haus, dass ich die ganzen Dämmstoffe weglassen kann? Haben wir jetzt gerade mitbekommen im Sommer, die Polystyrole, die ein Haus dicht machen und ein Problem sind und gefährlich sind, wenn es brennt und so weiter. Es ist ja toll, wenn ich das durch die Natur ersetzen kann. Und bei all diesen Publikationen habe ich immer gewusst, und das ist auch, bin auch überzeugt davon, war es immer wichtig, das alles wissenschaftlich zu unterlegen und zu erklären. Weil irgendwas daherfaseln hilft ja nicht. Und am Rand, und da war nie Raum, sozusagen meinem Hobby zu folgen, nämlich den einzelnen Bäumen einmal auf ihr Leben zu schauen. Und das Buch, was du da jetzt ansprichst, das ist sozusagen eine Freizeitbeschäftigung gewesen. Ich möchte einmal schauen, was rauskommt, wenn man das zusammenschreibt, wenn man das formuliert, was Bäume für die Einzelwesen sind und wie die auf unser Leben wirken können, welche Botschaft sie uns senden. Also erklärterweise nicht naturwissenschaftlich begründet, genau, sondern aus der Welt der Intuition. Ich habe das auch, ich habe nur 2 Bücher von meinen ganzen Büchern mit einem Co-Autor geschrieben und auch dieses habe ich gemeinsam mit einer Frau geschrieben, die sich eben mit solchen Welten beschäftigt und hat gesagt, da hole ich mir das auch, das Feedback und
dass es da ein Echo und einen Resonanzraum gibt. Was ist denn zum Beispiel der Unterschied jetzt zwischen einer Birke und einer Eiche? Das sind zwei Welten. Okay. Das ist ein schönes Beispiel, weil das so wirklich zwei ganz verschiedene Pole sind. Die Birke ist ein Pionierbaum. Die Arbeit der Birke in der Entwicklung eines Waldes, einmal beginnen wir da. Das ist, wenn eine Naturkatastrophe ist, wenn ein Wald abbrennt oder wenn ein ganzer Berghang wegrutscht zum Beispiel. Das gibt es ja in der Natur immer wieder. Dann gehört die Birke zu den allerersten, die durch diese Leichtigkeit ihrer ganz dünnen, feinen Samen das wieder besiedelt. Und die Birke hat auch Millionen. Da hat ein Baum produziert eine unglaubliche Vielzahl an Samen. Genau. Die Eiche mit den schweren Eicheln, die produziert nur mehr einen ganz kleinen Bruchteil an Zahlen. Und die Birke ist deshalb in der Lage, ganz schnell zu kommen und ganz schnell verwundete Erde, verwundeten Boden zu bedecken, vor der Erosion, vom Wind, vom Wasser, das es wegschwemmt, zu beschützen und für den Wald zu erhalten. Sie ist ein Pionier, leicht, beweglich, unstet. Und diese Lebensweise, die hat sich dieser Baum ganz und gar verinnerlicht. Auch das Holz ist so leicht, ganz hell, ganz weiß, mit einer ganz feinen Zeichnung, so wie auch die Äste ganz fein im Wind sich bewegen. Mhm. Und die Birke ist für mich so das Symbol für Kreativität, für diese leichte geistige Welt. Also das ist, die Birke erdet dich überhaupt nicht. Nein. Das ist für einen Menschen, der allweil unten pickt, die hebt dich rauf. Ja. Natürlich, wenn du Bodenhaftung brauchst. Weißt du eh schon, wenn du oben fliegst und abhebst, dann ist die Birke möglicherweise eine Gefahr, weil dann hast du einen Turbo eingeschalten. Das ist die Birke. Genau. Und die Eiche, die macht genau das Gegenteil. Die Eiche kommt in der Waldentwicklung immer erst dann, wenn alle Pioniere den Boden bereitet haben. Aber die Pioniere durch ihre Leichtigkeit, die haben an Jahren gemessen ein kurzes Leben. Die kommen, wer schnell kommt, der geht auch schnell wieder. Ein Strohfeuer erlischt schnell wieder. Und die Birke ist nicht in der Lage, langfristig mächtige Humushorizonte aufzubauen. Die ist eben die sichert den Boden. Und die Eiche, die kommt dann nach den Pionieren und das ist so ein erhaltender Baum. Die bewahrt. Die Eiche hat ein Wurzelsystem, das seinesgleichen sucht. Die Eiche ist Tiefwurzler, Flachwurzler und Kernwurzler in einem. Der hat das mächtigste Wurzelsystem, was es gibt. Die kann von ganz unten Wasser aufpumpen, kann aber auch in Trockengebieten ganz flach nur die wenigen Tropfen, die manchmal fallen, aufsaugen und auch dort noch den Boden bewahren. Und die Eiche ist, durch diese Art wird die uralt. Das ist ein Baum, der kann 1000 Jahre alt und noch älter werden. Ein Birkenschaff kaum 100. Aha, okay, echt. Also das ist so. Die Eiche ist ein Symbol für Beständigkeit, auch für Schwere. Ja. Also ich bin ja auch so eher so ein Wassermann und so ein luftiger Mensch. Bei meinem Haus gibt es ganz bewusst an vielen Orten Eiche, die mich erdet. Wenn man Erdung braucht, ist das ein Traum. Das ist lustig, weil in meinem Haus, in dem ich aufgewachsen bin, wir hatten eine ganz große Birke und eine Eiche. Ich war einmal immer unter der Birke. Aber ich bräuchte eigentlich die Eiche jetzt, denke ich mir, weil diese Erdung und diese Bodenhaftung ist sehr wichtig für mich. Naja, aber schau, in deinem Beruf. Deswegen bin ich jetzt da drauf gekommen. In deinem Beruf, Bettina, ist kein Wunder, dass du da. Ich war als Kind auch immer bei den Birken. Also, wenn du kreativ arbeitest. Total super, ja. Und da lädst du dich auf. Total, absolut. Ich weiß, ich bin mir bewusst, dass das vollkommen unwissenschaftlich ist. Ich bin mir bewusst, dass wenn ich als jemand, der wissenschaftlich arbeitet, sowas erzählt, dass man sagen kann, der spinnt doch. Aber wenn Sie sich nur ganz exakt die Biologie dieser Bäume anschauen, finden Sie eine Analogie, die ist fantastisch. Und glauben wir, in der Natur gibt es keine Zufälle. Und Analogien, das wissen wir ja, was in der großen Makrowelt stattfindet, das sieht man dann auch in der Mikrowelt, zum Beispiel in der Zelle wieder. Und diese Spiegelungen in der Natur, die finden immer statt. Und natürlich hat das Lebenskonzept, auch das biologische Entwicklungskonzept eines Baumes, ein Abbild, eine Spiegelung in der geistigen Welt der Schöpfung, wo alles zusammenhängt. Selbstverständlich.
Wie meinst du das, dass es auch ein Abbild hat in der geistigen Schöpfung? Ja, wie ich gesagt habe, also natürlich hat die Birke, wenn sie so leicht ist, diese Botschaft, okay, die ein Mensch, der sich öffnet, empfangen kann. Mhm. Du kannst dich da wirklich kreativ aufladen. Mhm. Also ich würde jemand, der kreativ arbeiten muss und nicht mehr weiter kann, gibt es ja Leute, die nehmen dann Kokain, ja, weil sie einfach nicht mehr weiter können. Ja. Ich würde sagen, unbedingt viel besser eine ist die Birke, genau, wie ein Kokslein. Das bringt gar nichts, das zerstört dich. Die Birke, die baut dich auf. Also ich möchte nur an solchen Beispielen zeigen, wie man mit der Natur auch umgehen kann. Und eine Trauerweide zum Beispiel, kann ich mich erinnern, da kann ich einen Fluss, da sind hier sehr viele Trauerweiden. Die hat ja auch ein ganz tolles Wurzelsystem, dass die überhaupt da bestehen kann, oder? Ich habe vorher erzählt, es gibt einen Baum, der im Sumpfwasser existieren kann, die Erle. Aha. Die kann wo wachsen, wo allen anderen die Füße wegfaulen. Okay. Und die Weide ist der Spezialist für bewegte Wässer. Ah, okay, für Fluss. Für Fluss. Okay. Flussufer, auch am See, wo ein Wasseraustausch ist. Aha. Und ist auch ein starkes Symbol. Ist auch ein starkes Symbol. Ist auch ein starkes Symbol. Ist sicher kein Zufall, dass wir Trauerweide mit Friedhofs- und Todeskultur in Verbindung bringen. Mhm. Weil der Fluss ist ja ein Symbol für das Hinübergehen in eine andere Welt. Mhm. Und das uns dann hilft auch dabei, den Sterbensmut zu finden. Oder die Trauer fruchtbar zu machen und nicht nur in einen verzehrenden Schmerz zu belassen. In deinem Buch Die geheime Sprache der Bäume, ich zeige das nochmal, und ich glaube auch in anderen Büchern, da schreibst du ja auch davon, dass die Bäume miteinander kommunizieren, also die reden miteinander. Wie machen die das denn? Ich habe mich oft gefragt, warum ist es gerade mir und meinem Forschungsteam und in unserer kleinen Firma, wir sind die Außenseiter in der weltweit großen Bauwirtschaft, warum gibt es das, dass es gerade uns gelungen ist, den Weltrekord in Wärmedämmung aufzustellen, die ersten Holzhochhäuser in deutschen Großstädten zu bauen, die ein Brandschutzkonzept haben, ohne irgendwas, nur mit Holz. Das haben wir gemacht. Warum haben wir als erstes den Schallschutz im Holz bewältigt? Wir haben das leiseste Holzhotel der Welt als erstes gebaut. Warum diese ganzen technischen Erfolge? Warum? Und meine Antwort war, weil wir immer weil wir niemals Holz als Material gesehen haben, sondern immer gesehen haben, das ist etwas Lebendes, das in der ganzen Schöpfung eingebunden ist und diese Grundüberlegung auch in die Forschung einbezogen haben. Das klingt komisch, aber das ist ein ganz großer Unterschied. Es gibt kein Leben. Und es ist ein Grundprinzip von jeder positiven Entwicklung im Leben, Kommunikation. Es gibt keine positive Entwicklung, ohne dass Informationen mitgeteilt werden. Es gibt keine Heilung im Körper ohne Informationsveränderung. Das ist ein Grundprinzip. Und wenn man sich solchen Fragen öffnet, findet man natürlich auch Antworten und findet man Menschen, die sich damit beschäftigen. Und ich habe da vor Jahren den Kontakt zu einem Wissenschaftler bekommen, der sich mit Pflanzenkommunikation auf ganz seriöser Ebene befasst hat. Und bin dann in die Biochemie gekommen und das ist gigantisch, was in den letzten 30 Jahren hier erforscht wurde. Das hat es zu meiner Zeit, wo ich Forstwirtschaft erlernt habe, alles noch nicht gegeben. Heute weiß man, dass Bäume ganz aktiv untereinander kommunizieren, über alles, was wichtig ist. Also wenn zum Beispiel eine Gefahr droht, wenn im Sommer eine Dürrezeit kommt und ihm erstens Wasser ausgeht, dann gibt er die Information, die ja für alle bedeutend ist, weil wenn es trocken wird und die trotzdem die Spaltöffnungen offen lassen und weiter auf voll produzieren, dann vertrocknen es, geht das Wasser aus, sind sie tot. Das ist enorm gefährlich. Sobald in einem großen Wald ein einziger Baum die Wasserreservoirs auf Reserve fahren, informiert er alle anderen und wenn die Information bekommen, schließen sie auch die Spaltöffnung, obwohl es mitten im Sommer ist, hören sie zu wachsen Wahnsinn. Auf oder schränken es ein. Wahnsinn. Und diese Information, oder wenn der Borkenkäfer kommt, ein Angriff, ein Überfall auf einem, das ist lebensbedrohlich, klar. Und wenn die den einen überwältigen würden, könnten sie sich dann an dem Körper übermäßig vermehren und auf die anderen übergreifen. Das muss der Wald verhindern. Jetzt macht der eine Baum, der überfallen wird,
sofort sendet die eine ganze Duftwolke an Informationsmolekülen aus. Die anderen Bäume riechen es förmlich und hören mitten im Sommer zu wachsen auf in dem gefährlichen Umkreis von 50, 70 Meter und produzieren innerhalb kürzester Zeit nur mehr Borkenkäferabwehrstoffe. Na, echt toll. Und gleichzeitig geht diese Wolke weiter und informiert alle Fressfeinde vom Borkenkäfer. Und sagt, ihr Vögel, die gern Borkenkäfer fresst, sonst müsst ihr euch immer bemühen, weil die Käfer sind ja verteilt und ganz dünn und ein Vogel muss weit fliegen, bis er einen fängt. Jetzt sind alle konzentriert auf einen Haufen, weil sie den Angriff wagen. Bitte kommt, hier könnt ihr euch bedienen und den Bauch voll fressen. Und so schafft die Natur ökologische Gleichgewichte durch Kommunikation. Und jetzt habe ich gesagt, der eine wichtige Kommunikationskanal sind Duftmoleküle. Und das ist wunderbar, funktioniert perfekt. Der einzige Nachteil ist, wenn der Wind immer in eine Richtung geht. Dann geht die Flaschenpost nur in eine Richtung. Und deshalb haben die Bäume noch einen zweiten wichtigen Kanal, das sind die Pilze im Boden. Der Waldboden ist durchzogen durch ein für unseren Kopf unvorstellbar feines Pilzmyzelgeflecht. Und auf diesen Pilzfäden können die Bäume biochemische Impulse senden. Genauso wie die Nerven unseren Körper durchziehen. Und wenn ich da drauf haue, tut es weh und das Hirn kriegt das sofort Signal und sagt, da passiert was, zieh zurück und so weiter. Genauso können die am Pilzfadensystem Botschaften von einem Baum zum anderen schicken. Zum Beispiel der Wasserausgleich, das geht über dieses Pilzsystem im Boden. Wir sagen www, Wood Wide Web, also das Internet des Waldes. Das sind die Pilzfäden. Die funktionieren als Nachrichtenleitungen. Ja, interessant. Bäume kommunizieren immer und überall. Und durch diese Forschungen haben wir ja Dinge herausgefunden, das ist fantastisch. Zum Beispiel haben wir das nicht gewusst, dass Bäume ein Sozialverhalten haben. Heute weiß man, wenn unter einer großen Buche oder Ahorn oder auch unter einer Fichte, die versucht, solange sie in dem Wettbewerb, bis er nach oben wächst und noch nicht angekommen ist, versucht sie möglichst viel Nährstoffe aus dem Boden zu holen. Klar, weil sie muss Gas geben, sie muss schnell sein. Wenn sie dann oben angelangt ist und ihre Kinder bekommt, weiß die, dass jetzt ihre Kinder da wachsen. Wenn es Sämlinge von einem anderen Baum sind, reagiert sie nicht. Wenn ihre eigenen Samen aufgehen, stellt sie sofort ihr Programm um und entnimmt dem Boden weniger Nährstoffe, damit auch für die Kinder der Tisch noch gedeckt ist. Toll. Soziales Wahnsinn. Verhalten, ja. Eigentlich strategisch gesteuert. Ist fantastisch, ja. Absolut. Jetzt habe ich in der Vorbereitung für das Interview auch von dem Begriff Waldbaden gelesen. Hast du schon mal gehört? Ja, natürlich, ja. Also das besagt praktisch, wenn man mehrere Stunden in den Wald geht, dann würde das Immunsystem gestärkt werden dadurch. Stimmt das? Glaubst du, dass das stimmt? Und wenn ja, wieso? Genauso wie Bäume untereinander kommunizieren und diese Moleküle und diese Pilzfadensgeschichte sind ja nicht die einzigen Informationskanäle. Es gibt auch sicher viele, die wir noch nicht erforscht haben. Und es gibt sicher auf dem Weg von Schwingungen wahnsinnig viele Nachrichten, die rausgehen. Und unser Körper ist genauso ein feines Messinstrument, oder vielleicht das feinste Messinstrument, das uns zur Verfügung steht. Und der Körper empfängt sowas. Jetzt kann ich natürlich sagen, ich versuche mich total abzustumpfen und will das nicht und lasse es nicht rein. Da geht es halt nur über das Unterbewusstsein. Ja. Aber trotzdem, auch wenn man es blockieren will, du kriegst diese Botschaften rein und reagierst. Und wenn ein Mensch in den Wald geht, kann ein Mediziner am Körper eine veränderte Physiologie messen. Da passiert was. Und unter anderem wird das Immunsystem gestärkt. Und das ist natürlich immer eine gute Idee, in die Natur zu gehen und in die Stille zu gehen. Das gehört aber irgendwie zusammen. Weil das hat immer mit da passieren immer Regenerationsprozesse. Das stärkt uns in jedem Fall. Und wir haben uns oft die Frage gestellt, das ist schön und gut, aber was macht eine Mutter in der Großstadt mit zwei kleinen Kindern, die den ganzen Tag herumradiert, möglicherweise noch berufstätig sein muss, wenn ich der das erzähle, wie soll die damit umgehen? Soll sie sagen, ich habe Pech gehabt, ich kann da nichts davon haben? Ja. Und wir haben dann große Versuchsserien, zum Teil gemeinsam und zum Teil haben sie es allein gemacht, mit der Universität Graz, also mit der Medizinuniversität gemacht. Und das ist fantastisch.
wenn Sie sich zu Hause zuerst einmal den wichtigsten Raum, das ist das Schlafzimmer, wo man ja regeneriert und später vielleicht auch andere Räume, mit naturbelassenem Holz auskleiden, hast den gleichen Effekt. Das ist unglaublich. Wenn du ein Schlafzimmer aus Holz ausstattest, jeder Mensch, wurscht, ob du jetzt eine Frau bist oder ihr Mann oder jung oder alt, dann erspart sich dein Herz in jeder Nacht die Arbeit von einer ganzen Stunde. Wahnsinn. Also ich kann jetzt zwei Schlafzimmer bauen, das wurde gemacht. Eines aus einem Holz, aus einer Holzimitation, Plastik, die ausschaut wie Holz, das nennt man Laminate. Ist ein Sondermüll, aber es schaut gut aus. Und das andere aus echtem Holz, unbehandelte Oberfläche. Dann kannst du jede Nacht abwechseln und immer wenn du ins Holz gehst, hast du am nächsten Tag physiologisch vom Schulmediziner gemessen bessere Körperwerte. Ist dein Körper gesünder, vitaler, du bist konzentrationsfähiger, besser für den Tag gerüstet und hast in der Nacht, hat das Herz sich rund 3.500 bis 4.000 Schläge an Arbeit erspart. Weil der Körper nimmt wahr, es geht alles über das Unbewusstsein, nicht? Der nimmt wahr, wo er ist. Und ein reiner Naturstoff, der ist uns von der frühesten Evolution vertraut. Mhm. Die Bäume waren es immer, die uns in der Menschwerdung begleitet und beschützt haben. Und wenn der Körper von Holz umgeben ist, kriegt er das Signal, hier ist alles in Ordnung, hier bist du beschützt, hier bist du geborgen. Wenn ich aber wo hineingehe, wo Kunststoffe ihre Moleküle durch die Luft schwirren lassen, und unser Geruchssystem, und das geht über das limbische Hirn, über den ältesten Teil des Gehirns, was Unterbewusstsein gesteuert wird, und wir kriegen sowas rein, dann meldet das System, hier liegt was in der Luft. Es könnte gefährlich sein. Und wie bei der Feuerwehr, und die Berufsfeuerwehr weiß, heute Nacht kann was passieren, dann geht die halbe Mannschaft schon mal gar nicht schlafen. Da musst du auf Bereitschaft sein. Und wir nennen das Stress. Ja, dann schlafst du sozusagen mit einem gewissen Stresspotenzial. Und dann hast du nicht die gesamte Erholungsmöglichkeit zur Verfügung. Die aber so wichtig ist. Und wenn du es ein Leben lang machst, dann öffnest du halt der Krankheit die Tür. Es ist komisch, ich wohne jetzt seit 2 Jahren in einer Mietwohnung, aber diese Wohnung wurde vor meinem Einzug neu renoviert und in der ganzen Wohnung ist Eichenholzparkett. Das ist super. Ich sage immer, mir geht es sonderlich so viel besser. Und wenn jemand sagt, wieso, dann sage ich, keine Ahnung. Es hat mit der Wohnung zu tun. Mhm. Vielleicht ist das. Das sind die Wirkmechanismen, ganz sicher. Einfach nur, weil da echter Holzboden drin ist. Ganz sicher. Also Holz hat eine unglaubliche Auswirkung auf unseren Körper. Mhm. Wir haben jetzt ein Projekt beendet, das ist auch wieder so was Schönes für mich gewesen. Vor einigen Jahren haben wir davon geträumt, das erste Krankenhaus aus Holz zu bauen. Toll. Und das war fast schon Blasphemie. Ein Krankenhaus mit Holz, da gibt es die Hygieniker, die sagen, no way, im Holz gibt es Fugen, da können sich diese Bakterien einnisten, alle Krankenhäuser der Welt haben das Problem mit krankenhausresistenten Keimen und Holz auf keinen Fall. Wir haben dann gemeinsam mit der Universität Wien all diese Keime untersucht und untersuchen lassen. So genau diese Keime, die großen Probleme machen, die bitte bringen wir auf Holz auf dem Holz, mit dem wir das Krankenhaus bauen wollen. Die bringen wir in die Fugen rein, die bringen wir auf Fliesen auf, so wie man es jetzt in den Krankenhäusern in einem OB oder wo hat. Die bringen wir auf den üblichen Kunststoffböden auf, die in allen Krankenhäusern sind, auf Metall und auf Glas. Und das Ergebnis war, dass am Holz diese Keime 5-10-mal so schnell absterben, wie auf den Materialien, die heute im Krankenhaus sind. Unglaublich. Und wir haben jetzt, ich freue mich so, als erstes die Zusagen der Hygienebehörden bekommen, dass wir auch Krankenhäuser bauen dürfen. Das ist doch Wahnsinn. Ja. Toll. Und das ist aber, da sieht man wieder, also ich führe das immer wieder zurück, die Natur beinhaltet eine Schöpfungsweisheit, eine universelle Weisheit. Mhm. Und wir haben so eine Kultur entwickelt, in der wir immer glauben, wir müssen gegen die Natur kämpfen. Mhm. Und das ist einfach genau das Gegenteil von dem, was wir tun müssen. Ja. Wir müssen erkennen, welche Kräfte, welche Strömungen, welche Liebe und welche Güte da drinnen ist und
dürfen das für uns benutzen, wir dürfen das ernten. Wir dürfen einen Baum ernten, weil der Nächste darauf schon wartet, dass er Licht bekommt und nachwächst. Und wir dürfen unsere Häuser, unser Krankenhaus, einen Kindergarten bauen. Wir dürfen einen Schlafraum machen, der uns gesund erhält. Genau. Und das ist eigentlich die Herangehensweise, die uns so viel helfen kann. Erwin, jetzt habe ich noch eine letzte Frage. Ich merke ja, dass dir das Thema Umwelt, Nachhaltigkeit, ja die Ganzheitlichkeit, dass dir das sehr am Herzen liegt. Das ist das sehr wichtig. Das merke ich, habe ich auch schon vorher in der Vorbereitung gemerkt. Immer, wenn ich mir ein Video angesehen habe oder ein Interview gelesen habe, man merkt es einfach. Das ist wirklich mit Passion, ja. Jetzt frage ich dich einfach mal, hast du ein Ziel? Was ist dein Ziel oder was wünschst du dir, was du unbedingt noch erreichen möchtest? Was ist dein Ziel? Mit der ganzen Arbeit, mit deinen ganzen Projekten, die du machst. Mein Gott, nein. Ich sehe das so, dass jeder Mensch kriegt irgendeine Berufung. Auch wenn es nicht erkennbar ist oft, auch wenn es nur im zwischenmenschlichen Bereich ist. Und ich habe vom Leben dieses Geschenk bekommen, auf diesem Weg zu gehen. Und das nehme ich an. Und es ist nicht mein Ziel, die Welt zu verändern, weil da kommt ohne das, was wird. Für mich ist es wichtig, dass ich jeden Tag am Abend sagen kann, ich habe heute mein Möglichstes getan und deshalb war es ein guter Tag. Und das ist eigentlich mein Ziel. Und wenn ich noch gesund bleibe lange und das weitermachen kann, weiß ich natürlich, dass wir unsere Gesellschaft ohne große Schmerzen verändern könnten. Wir haben die Technologie, dass wir unsere Wirtschaft, unsere Industrie in eine vollkommene Kreislaufwirtschaft verwandeln können, die nicht Müll produziert, nur damit es ein Geschäft macht. Das ist möglich. Ich weiß, dass wir unsere Landwirtschaft leicht so verändern können, dass die Böden wieder gesund erhalten bleiben und nicht durch Kunstdünger ausgelaugt werden und dass wir nicht die großen Monokulturen haben, die wir heute sehen, die mit Gift gespritzt werden, sondern dass wir eben wieder auf eine gesunde, artenreiche Weise die Landwirtschaft umbauen. Ich weiß, dass wir das Medizinsystem verändern können und nicht, indem wir die Schulmediziner bekämpfen, sondern indem wir die dazu bringen, dass sie nicht nur die Knechte und Sklaven der Pharmaindustrie sind, sondern dass sie die Natur mit einbeziehen in die moderne Möglichkeit. Da gibt es dieses Beispiel von unserer Pechsalbe, wo er als Lerchenharz eine Salbe mache, die jede Entzündung heilen kann. Unfassbar, was diese Salbe kann. Aber es ist eben noch nicht im Mainstream der Medizin drin, nur als kleines Beispiel. Und solche Möglichkeiten gibt es viele. Ich träume von einem Schulsystem, in dem die Kinder mehr Zeit im Wald draußen verbringen, indem sie Physik und Strömungslehre am Bach lernen, nicht im Lehrsaal, auch Studenten. Also es gibt so viele Möglichkeiten, die Natur, diese Schöpfung Gottes ins Leben einzubringen. Und witzigerweise, wenn man sich einmal aufrafft, den Weg zu gehen, dann hast du nicht nur persönlich bessere Motivation und Freude, du hast auch wirtschaftlich bessere Ergebnisse. Klar, weil ich diese Kraft nicht brauche, immer um etwas zu bekämpfen. Und das ist eigentlich mein Ziel, in die Richtung zu wirken und möglichst vielen Menschen das zu ermöglichen. Sehr schön, das unterstütze ich total. Also wirklich super. Vielen, vielen Dank für das schöne Interview. Danke. Bettina, danke schön. Gerne. Danke. Und bei euch bedanke ich mich jetzt fürs Zusehen und dann bis zum nächsten Mal, bis zum nächsten Interview.